Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Erfolgsstories mit Matrix 2Point. Und ich freue mich heute ganz besonders, die Sonja Baum begrüßen zu dürfen. Und Sonja, die Sonja ist meine Expertin für meinen Feng Shui-Raum, wenn ich im Homeoffice bin. Und sie hat mich da in letzter Zeit sehr, sehr, sehr unterstützt. Und ja, und ich würde jetzt einfach gleich weitergeben. Liebe Sonja, danke, dass du da bist. Und sicherlich hast du viel, viel, viel mehr über dich zu erzählen, was du so alles machst. Aber im Moment wollen wir natürlich erstmal starten mit dir und deiner Erfolgsstory. Das heißt, wie bist du denn zu Matrix 2Point gekommen? Ja, herzlich willkommen. Hallo Martina, ich freue mich, dich zu sehen. Das ist ganz schön, dass du Zeit für mich hast und dass wir Zeit gemeinsam verbringen können. Danke dafür. Zu Matrixen bin ich durch einen ganz großen Zufall gekommen. Und zwar meine Masseurin hat mir erzählt, dass ihr, Frank und du, in der Stadt seid und einen Kurs über Matrixen gebt. Und sie hat mich da überzeugt und ich bin einfach hingegangen. Ich wusste gar nicht, was Matrixen ist. Und jetzt, das war 2014 und jetzt begleitet mich Matrixen jeden Tag. Also ich habe bei euch gelernt, selber zu Matrixen und das hilft mir und ich matrixe meine Pflanzen, schenke was meinen Kindern und natürlich auch mir selbst. Und das macht mir großen Spaß. Kannst du dich noch erinnern, liebe Sonja, wann das war? Wir haben uns, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr früh in Berlin kennengelernt. Ja, das war 2014 in Berlin. Also das ist schon etliche Jahre her. Und seitdem habe ich schon alle vier Level besucht, dann andere Sachen, Specials und jetzt die Resonanzfelder. Also es hat mir immer großen Spaß gemacht. Und vor allen Dingen habe ich in den Kursen auch immer ganz tolle Leute kennengelernt. Ganz Sonja, jetzt geht es ja um die Erfolgsstory. Das heißt, es geht jetzt um das, die Zuhörer interessiert natürlich. Gibt es zu einem bestimmten Thema etwas, wo du sagst, da hat sich richtig viel für dich verändert, da hast du den größten Erfolg für dich erlebt durch die Arbeit in der Matrix? ja, ich habe durch die Arbeit in der Matrix bin ich ruhiger geworden, auch fokussierter und ich habe unheimlich viel Energie. Und diese Energie, die muss ich weitergeben, sonst geht das gar nicht. Und da bin ich auf die Idee gekommen mit einer Freundin zusammen. Um Weihnachten haben wir hier gesessen und gequatscht und uns einen schönen Abend gemacht. Und da sind wir in dem Gespräch auf die Idee gekommen, dass ich Menschen dabei berate, wie sie am besten im Homeoffice ihren besten Platz finden zum Arbeiten in ihrer besten Energie. Meine Freundin sagte nämlich, du hast doch mal so eine tolle Feng Shui-Beratung bei mir gemacht, vor etlichen Jahren. Und das hat ihr unheimlich gut getan. Und das hat ihr ganzes Leben verändert. Und ich hatte das ehrlich gesagt schon ein bisschen vergessen. Aber es hat mir natürlich Freude gemacht, dass sie mir das nochmal gesagt hat. Und so sind wir auf die Idee gekommen, wirklich, ich möchte den Menschen helfen, dass sie zu Hause in ihrer besten Energie sind. Feng Shui gibt es ja seit Tausenden von Jahren und die Energien, die gibt es auch, die gab es immer, die wird es immer geben und die gibt es heute natürlich auch. Und jeder, der seine besten Energien kennt, kann sie auch für sich nutzen. Du hast ja für mich, du hast ja für mich so eine Beratung gemacht. Ich fand es sehr schön. Du hast mir vorher Fragen gestellt und dann hast du mir so ein wunderschönes PDF geschickt mit Informationen. Und ich weiß jetzt ganz genau, wohin ich meinen Blick richte während der Coachings, wohin ich meinen Blick richte, wenn ich am PC sitze, wohin ich, wie rum ich sitze, wenn es um Finanzen geht und. Also wunder, wundervoll. Ja, liebe Sonja, ich weiß ja, du bist damals 2014 zu uns gekommen und da standest du noch an einem ganz anderen Punkt wie jetzt. Was ist deine Geschichte, die du als Erfolgsstory mit Matrix 2Point bezeichnen würdest? Ja, 2014 war ich ja noch total im Arbeitsprozess drin und habe viele Jahre noch gearbeitet, bis Anfang 2020, habe mich so auch mit Matrixen beschäftigt und dann war ich zu Hause. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, was mache ich denn jetzt Schönes? Jetzt habe ich ja noch viel mehr Zeit.
Und da bin ich darauf gekommen, dass ihr jeden Mittwoch eine wunderbare Veranstaltung macht, den Mittwochabend. Und da bin ich wieder ganz intensiv zum Matrixen gekommen. Und das hat mir geholfen. Und jeden Mittwoch, also ich habe euch sozusagen gestalkt, jeden Mittwoch war ich dabei in der Gruppe. Und da habe ich richtig gemerkt, dass ich mehr Energie hatte, mehr Freude hatte. Und ich bin dann mit einer Freundin zusammen auf die Idee gekommen, den Menschen noch mehr zu helfen. Und so Matrix sehe ich auch. Ja. Und jede Woche treffe ich mich am Telefon mit einer Dame und wir matrixen zusammen und das hilft uns sehr. Ich fühle mich gesünder, fitter und ja, ich bin einfach gut drauf. Und das tut mir gut. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe immer sehr gern gearbeitet. Ich habe auch viel zu viel gearbeitet manchmal und hatte auch viele Stunden Arbeitsweg zum Teil, manchmal bis zu 4 Stunden, manchmal auch nur 1 Stunde. Und deshalb weiß ich, dass die Menschen auch Freude brauchen. Und das kann man mit Matrixen haben. Leichtigkeit, Freude, Spaß. Und nette Menschen kennenlernen. Das hilft. Erfolg, liebe Sanja, ich danke dir für dieses Interview. Und ja, und wünsche dir auch in Zukunft weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Danke, Martina. Ich freue mich ganz sehr über das Interview. Dankeschön. Und ich wünsche allen, die das hören oder lesen oder sehen, dass sie ihren besten Platz zu Hause finden und dass sie in Frieden wirklich und mit Freude arbeiten können. Das wünsche ich allen. Danke. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Gerne.